Heinke, war das heute ein Paradebeispiel dafür, wie ungerecht Fußball sein kann, oder ein Paradebeispiel dafür, dass ein Fußballspiel zwei Halbzeiten lang dauert? Ja, das würde ich eher sagen. Also ungerecht war es nicht, weil wir haben eben in der zweiten Halbzeit gepatzt. Wir haben in der zweiten Halbzeit eben unser Spiel nicht mehr so durchbringen können, wie wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Vor allen Dingen haben wir in der Halbzeitpause habe ich Stefan Kießling auswechseln müssen. Dann war bei der Zuordnung bei Standardsituationen eine andere. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, dass wir den ersten Gegentreffer nach einer Ecke bekommen haben, aber es war so, dass wir dann so 15 Minuten ja so desorientiert in der Defensive waren und auf dem Spielfeld, und muss sagen, dass dann hinterher das 2:0 und 3:0 durch individuelle Fehler passierte, und das ist etwas, wo wir daraus lernen müssen. Wir haben in der ersten Halbzeit ein klasse Spiel gemacht. Wir haben 4 hochkarätige Torchancen. Und wenn Sie dann natürlich keine Treffer erzielen, dann kann sowas wie in der zweiten Halbzeit passieren. Dazu die Frage, Sie als früherer Stürmer, wie hoch muss denn Ihre Mannschaft führen nach der ersten Halbzeit? Ja, 2-3-0 hätten wir sicher führen können oder müssen. Und wenn man das dann eben die Chance nicht verwertet, dann passiert das oft, dass man dann in der zweiten Halbzeit, wenn man in Rückstand gerät, nicht mehr die Geduld aufbringt, um das Spiel dann ruhig erstmal zu beruhigen und wieder organisiert Fußball zu spielen, um dann eben das Ergebnis zu korrigieren. Und das haben wir nicht gemacht und haben dann eben da teuer für bezahlen müssen. Sprechen wir zwischendurch mal über was Positives. René Adler war erst fehlerfrei, dann chancenlos bei den Gegentoren. Sie hatten unter der Woche ein längeres Gespräch mit ihm. Jetzt gibt er heute keine Interviews. War das Order von Ihnen, Herr Heinkes? Das war nicht Order von mir. Das haben wir miteinander besprochen, dass es besser ist, wenn René sich mal so ein bisschen zurückzieht. Weil René hat über die ganze Saison, nach jedem Spiel sich zur Verfügung gestellt, hat mit den Medien gesprochen. Er ist auch nicht verschnupft oder irgendwas. Mhm. Damit meine ich, dass er kritisiert wurde. Ja. Nein, wir halten das für besser, dass er sich eben erstmal auf das Wesentliche konzentrieren soll, das heißt im Trainingsbetrieb und dann auch die Spiele, und dass er sich da eben in den Interviews wünschen, sich etwas zurücknimmt. Das hat keinen anderen Grund. Ich halte das auch im Moment für besser. Absolut nachvollziehbar. Jetzt hat Bayern heute in Frankfurt verloren und Schalke kann morgen Tabellenführer werden. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage, die wahrscheinlich in den Zeitungen stehen wird, morgen und übermorgen. Geht jetzt der traditionelle Abstoß von Bayer Leverkusen los? Ja, die Frage habe ich natürlich jetzt schon zum 27. Mal beantworten müssen. Und dazu kann ich sagen, dass ich eine sehr junge Mannschaft habe. Ich habe 5 Spieler, die in diesem Jahr zum ersten Mal Bundesliga spielen. Und daran können Sie sehen, dass das fantastisch ist, was die Mannschaft bisher geleistet hat. Wenn man sieht, wie man heute 45 Minuten Fußball spielt, das sind nur ganz wenige, oder ich glaube, gar keine Mannschaft in der Bundesliga hat das in dieser Saison gezeigt. Und das ist fantastisch von der Mannschaft. Und dass wir Leistungsschwankungen haben, das ist ganz normal. Dass wir auch unterschiedliche Halbzeiten spielen, ist aus meiner Sicht auch ganz normal, weil die Mannschaft auch lernen muss, eben mit der Gesamttabellensituation eben wird sie konfrontiert, dass jedes Spiel von äußerster Wichtigkeit ist. Und das ist etwas, was natürlich auch viele Spieler nicht kennen. Und deswegen ist das für mich kein Beinbruch. Wir gehen zur Tagesordnung über und wir werden auch wieder erfolgreich spielen. Vielen Dank, viel Erfolg für nächste Woche. Danke. Danke Ihnen.